Heute will Fortes mal über den Uhrenratgeber reden. Spieß umdrehen und jetzt stellen wir mal die Frage. Manchmal macht man ja auch ein Video im vollen Bewusstsein, okay, das wird jetzt nicht jedem gefallen, was du da gerade sagst. Du hast noch eine Bucketlist, also bevor du den Löffel abgibst, hast du drei Dinge im Leben, das du wahrscheinlich noch tun willst. Eine privat, eine in der Karriere, das dritte ist ein Auto, das du dir noch kaufen willst. Ach Gottes Willen. Privat, was ich noch tun möchte in meinem Leben. Das ist jetzt kein Quiz übrigens. Ach so, jetzt mir gerade nur die Antwort möglich. Alles easy. Egal, also jetzt etwas realistisch Erreichbares oder etwas, was losgelöst aus Bauch heraus. Ist auch egal, kann auch einfach Bucketlist, so was hast du wirklich. Was willst okay, du was wenn es die Dinge, du sagst, das möchte ich noch erledigen. Also ich möchte gerne irgendwann nicht zu spät auch mal kürzer treten. Mhm. Also ich will nicht aufhören, ich will immer dabei bleiben, das ist eine Sache. Aber ich würde auch gerne irgendwann mal die Freiheit rausnehmen, einfach, ich setze mal mich zurückzulehnen und einfach sagen, so, jetzt bin ich mal 3-4 Monate irgendwo auf der Insel, hab so meine Insel, ja, und auf der würde ich dann gerne dann meine Zeit verbringen oder reisen. Das ist einfach so, dass so, also wenn ich mir so meinen Endweg vorstelle, ist der geprägt von, ja, von Reisen und ein bisschen das Leben genießen, ohne ständig arbeiten zu müssen. Und nur das zu tun, was einfach wollen, ja, einfach nur Spaß zu haben. Also es gibt kein so ein Ding, das muss ich machen, ich muss noch unbedingt den Mount Everest besteigen, das ist gar nicht. Ich möchte einfach nur, ja, irgendwo einen Weg finden, am Ende privat jederzeit zu sagen, und jetzt bin ich mal 3 Monate unterwegs und guck mir die Welt an. Schau mir wo würdest du hingehen? Ah, es gibt viele Sachen. Manche Sachen habe ich einfach Respekt vor, weil natürlich dann auch die politische Situation, je nachdem, dann auch nicht so easy ist. Ansonsten würde ich mir alles, ich würde mir ganz Südamerika würde ich mal gerne durchreisen, Australien, boah, es gibt so viele Sachen, die ich mir gerne anschauen würde. Es gibt so geile Orte auf der Welt, die man noch nicht gesehen hat. Also das finde ich schon, ja. Und ab welchem Punkt kannst du sagen, hey, jetzt habe ich es geschafft, karrieremäßig, jetzt kann ich reisen gehen, jetzt kann ich das tun, was ich immer wollte? Naja, ist ja relativ einfach. Wenn ich sagen kann, so, ich bin jetzt 3 Monate weg und trotzdem läuft alles weiter. Mhm. Wenn dann, die Maschine fertig gebaut ist. Wenn alles läuft. Mhm. Beruflich Ziel wäre für mich, ja. Ist die große Kunst, geil, ein Unternehmen so zu organisieren, dass du das jederzeit ersetzbar bist. Ja. Ja. Ist auch, gerade weil als Unternehmer siehst, bist du ja auch, hast du ja eine gewisse Eitelkeit vielleicht. Und wenn du dich dann selber so weit das organisierst, dass du ersetzbar bist, könntest du das Gefühl ja kriegen, dass du eigentlich gar das nicht ist gebraucht richtig. Bist. Aber das ist das, was ich meinen Leuten immer sage, euren Job habt ihr erst dann richtig gemacht, wenn ihr jederzeit gehen könnt. Ja. Da tun sich viele schwer, gell? Eine Marke geschaffen. Ja. Ja. Da musst du eine Marke aufgebaut haben. Ja. Ja. Das ist ja auch dein Ziel. Ja, logisch, absolut. Am Schluss muss es von alleine gehen, ohne mich. Wann setzt du dich endlich zur Ruhe? Ja, 3 Tagen oder so, ich weiß es nicht. Ich mache keinen Grau im Bad. Nee, die fallen immer gleich aus. Achso, also hast du bald keinen Bad. Ja, das ist so plopp, plopp. Ja, ein berufliches Ziel wäre für mich tatsächlich ganz klar, mein eigenes Manufakturkaliber in die Uhr einsetzen. Das ist natürlich für mich so, wenn wir schon darüber wieder reden, ja, der Olymp. Meinem Uhrmacher schwebt was mit Kette Schnecke vor und so weiter. Wenn wir das hinkriegen, das wäre so. Also wirklich so zu sagen, ja, ich habe die 5000 Schritte, bin ich jetzt gegangen und habe meine eigene Manufaktur, die zu 98% fertig. Das wär geil. Okay. Das ist ein Ziel. Das ist ein. Schreibst du dir diese Ziele auf? Visualisierst Nein, du das? Nein, für was? Oder? Ich habe sie ja sowieso im Kopf. Okay. Letztendlich. Also ich weiß, viele schreiben sich jedes Jahr eine Liste und Silvester. Ich finde das immer so toll, wenn die Leute sich Listen schreiben, was sie jetzt alles im neuen Jahr machen. Und dann denke ich mir, hey, es geht jetzt eine Minute weiter, du hast das neue Jahr, da ist doch kein anderer. Wieso hast du die Liste nicht schon im Juni geschrieben? Warum musst du anfangen, am Ende des Jahres dir so einen Quatsch vorzunehmen? Mach das doch. Am liebsten schlafe ich Silvester rein. Tatsächlich. Weil, ist easy, legst dich hin, sowieso, jeder ist an dem Tag super drauf, weil ist ja das neue Jahr. Nö. Für mich ist jeden Tag die Möglichkeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Und dann, wenn ich feststelle, an einem gewissen Punkt, okay, hier kann ich jetzt einen neuen Weg gehen, bis jetzt war das irgendwie doof so, dann versuche ich den dann einzuschlagen und warte nicht bis irgendwann. Gibt es aber trotzdem irgendwas, was du ändern möchtest an dir? Irgendeine Tugend oder irgendwas, wo du denkst? Wie lange soll die Liste denn jetzt werden? Ja, ich glaube. Oder irgendwas, wo du denkst, da könnte ich mich noch verbessern.
Weil als Unternehmer willst du ja ständig optimieren. Eben, also ich sage, ich glaube, dass wenn jemand mir sagt, du, an mir gibt es nichts zu verbessern, der hat irgendwie ein falsches Selbstbild. Mhm. Ja. Mhm. Natürlich bin ich jemand, der in einer gewissen Weise Daniel in einer gewissen Weise selbstbewusst sein muss, weil du kriegst natürlich auch immer viel Gegenwind, logisch, wenn du etwas machst oder etwas Neues schaffst oder wenn du überhaupt in der Öffentlichkeit bist und dementsprechend auf YouTube oder so etwas sagst, auch mal eine Meinung vertrittst, die vielleicht nicht so populär ist, da musst du ein gewisses Selbstbewusstsein haben und Fälle anschaffen. Aber ja, ich weiß natürlich, es gibt tausend Sachen, die ich gerne irgendwo ändern würde. Ob ich jetzt, ich würde gerne ein Sixpack haben, so wie du an deinem Bauch. Das sieht mir so aus. Aber das möchte ich gerne erreichen, dass ich trotzdem schlemmen kann. Also das wird so schwierig. Ja, also, ja. Das muss man noch ein bisschen Nadel fahren. Manches bleibt halt ein Wunschtraum, gell? ein Wunschtraum. Richtig. Also ich weiß ja, wie viel harte Arbeit das ist. Nein, es gibt bestimmt ganz viele Punkte und da kann ich mir ganz viele aufschreiben, wo ich mich gerne verbessern würde. Manchmal würde ich gerne. Also was. Besser geworden ist es tatsächlich, das ist so eine Kleinigkeit, aber ich bin halt immer jemand, ich trage das Herz auf der Zunge und dann man spricht auch und dann der eine hat den Satz nicht beendet, dann denke ich, ja. Also ich unterbreche viel. Ich glaube, das ist besser geworden im Laufe der Zeit, dass ich das versuche. Es ist nicht immer so, mein Sohn im Hintergrund, ja, das kommt immer darauf an, was du wieder gerade vorträgst, dann kann man auch mal schon mal sagen, nee, ich weiß das jetzt. Manchmal lohnt sich aber sagen, hör auf. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ganz genau, ja, richtig. Also aber in mir brodelt's. Nein. Ist dir das jetzt aufgefallen? Also gestern auch beim Gespräch, du bist jetzt sehr angenehm. Nee, Nick, also mir ist da gar nichts Negatives aufgefallen, aber man merkt schon, dass er was auf der Zunge hat. So. Aber ja, ich kenne das ja von mir, ich bin ja genauso. Also ich meine, reinquatschen und Leute unterbrechen, also da bin ich auch Weltmeister. Fast nie. Ja, wenn ich merke, dass du schwach sind, muss ich euch abbrechen. Ja. Das hilft ja nichts. Da kann man einfach nicht schweigen. Manchmal kann man einfach nicht schweigen. Manchmal musst du was sagen. Nein, aber wirklich, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Sowas, ja, ich glaube, man muss ständig an sich selber arbeiten, auch sich selber hinterfragen. Ist das, was ich gerade mache, richtig? Oder muss ich auch manchmal zum Beispiel gegen Widerstand, dass das andere sagen, die eigentlich, das ist nicht richtig. Und du denkst, bist dir aber super sicher, dass das richtig ist. Dann musst du auch mal den Mut haben zu sagen, okay, ich gehe das trotzdem weiter und mach das. Wenn du am Ende scheiterst, okay, dann haben die anderen recht gehabt. Aber wenn du dir treu geblieben bist, also ich sag mal, es ist nicht so schlimm, dann zu scheitern, als wenn du das vorher abbrichst und immer überlegst, was wäre denn gewesen, wenn, und dir selber nicht treu geblieben bist irgendwo dabei. Weißt du, was ich meine? Das heißt, ich könnte eher damit leben, ich scheitere hinter an dem, was ich durchgezogen habe, als dass ich es gar nicht erst probiere. Das würde mir jetzt noch interessieren, wie gehst du jetzt damit um, jetzt auf YouTube mit den Kommentaren? Ja? Ich meine, es ist ja immer schön, ich kenne das jetzt von uns zur Genüge, wenn du positive Kommentare liest, ist das toll, es geht runter wie Öl, da freut man sich so. Natürlich ist immer ein Kritiker dabei. So, wenn ich... Gehst du damit um? Ja, wenn es ein wirklicher Kritiker ist und eine Kritik äußert in der Form, wie man sich eine Kritik auch vorstellen würde, heißt, pass auf, das und das gefällt mir nicht so, ich hätte eine Idee, wie wäre es denn, wenn man das so und so macht? Also konstruktive Kritik. Konstruktiv, ja, aber das leider Gottes ist das komplett vergessen worden, diese Eigenschaft der Leute, dass man etwas konstruktiv vorstellt. Das ist dann direkt nur so, weil das ist immer scheiße. Die sind aber bescheuert. Da kommst du gar nicht, da komme ich nicht mit klar. Ich kann mit einfach so einem Rausrotzen nicht klarkommen. Ja, also, wenn jemand ordentlich schreibt, vernünftig schreibt, gehe ich auch gerne mal drauf ein. Manchmal ist es natürlich so, dass je nachdem, auf was du eingibst, das kann auch eine Endlosdiskussion werden. Und ich habe einfach nicht mehr die Zeit, dann immer wieder nochmal zu antworten und nochmal zu antworten. Deshalb lasse ich manches auch mal unkommentiert stehen, auch wenn es manchmal Sachen sind. Es gibt ja auch etwas, was jemand kritisiert, was deiner Meinung nach überhaupt nicht stimmt oder so ist, oder weil du es einfach besser weißt, dass es nicht so ist. Ja. Und dann möchtest du das natürlich auch gerne rausschreien. Aber man wägt dann mit der Zeit, am Anfang nicht, man wägt mit der Zeit dann ganz klar ab, wie viel lohnt es sich, diese Energie da jetzt reinzusetzen, um diesen einen Kritiker zu beweisen, dass es eben nicht so ist. Man härtet schon ab mit den Jahren, oder? Ja, du bist auch nicht mehr so, wie gesagt, dieser erste Impuls, oh, das geht nicht, ich muss direkt schreiben, den hast du irgendwann auch nicht mehr.
Und manche Sachen, die dir einfach zu blöd sind, ich werde gelöscht, Punkt. Weil was soll ich jemand, der beleidigend wirkt, oder ja, ne, was soll ich das stehen lassen? Wir hatten, glaube ich, auch mal irgendwo so einen Kommentar, wo gesagt, ja, ich meine, ich bin ja auch der Meinung, lass alles stehen, weil die Leute dürfen offen und ehrlich schreiben. Aber wirklich, also wenn es niveaulos wird und wenn ich sage, es geht jetzt hier nicht mehr um die Sache, du willst dir einfach nur deinen Hass loswerden, der aus irgendeinem Grund in dir nagt, dann mach's woanders. Ja. Aber nicht hier. So. Vor allem, was mich nervt, ist, wenn Leute anonym im Netz Hate abschreiben. Ja, absolut. Ich meine, dann stehen sie nicht mal mit ihrem Namen da. Ja. Wenn du mit deinem Namen da stehst, tust du das eigentlich auch nicht. Ja. Ja, das ist ganz was anderes. Und darum habe ich das Gefühl, das Internet wird sich eh regulieren. Und wenn da, wir reden in der Schweiz sogar über die Swiss ID, dass du eine Identitätskarte, eigentlich eine elektronische hast. Und dann musst du immer mit deinem Namen überall stehen. Also ich weiß nicht, wie es in 15 Jahren aussieht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du auf YouTube was schreiben willst, musst du deine ID dort abgeben. Und das wird alles verändern. Mhm, ich glaube, dann wird der Hate auch aufhören. Dann ist es weil nicht mehr dieses hockst, Stammtischniveau, genau. Weißt du, dann bist du identifizierbar. Ja. Ja, auch du musst ja vielleicht nicht unbedingt mit deinem Klarnamen da stehen, aber man muss wahrscheinlich wissen, wer dahinter steht. Mhm. Das heißt, du würdest dir dann fünfmal überlegen, ob du jetzt irgendwie beleidigend gerade wirst. Ja. Ne? Weil... Mia, rufst du die bitte mal? Das ist süß. Großartig. So fünf Kabel einmal eingeschrieben, ein aus Tollpatschig. Ja, das ist so. Ne? Also ich glaube, die Anonymität fördert vieles. Das ist ja nicht nur in unserem Bereich so. Mhm. Ja, ich finde es schade, weil dadurch gibt es auch so ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit, finde ich. Weil es gibt ganz viele Leute, die möchten vielleicht nicht unbedingt schreiben, aber die sehen es komplett anders, aber die würden auch gar nicht schreiben, weil sie gar keine Lust haben. Ja. Ich bin so einer, ich würde in meinem Leben keinen Kommentar schreiben, weil ich das... Außer am Positiven. Ja, wenn ich mal wirklich einen Kumpel habe oder Daumen so, hoch. Weiß dann, hey... Ja, cool. Dann mache ich einen Daumen hoch. So. Erstens bin ich zu faul zum Schreiben und zweitens ist einfach so, warum soll ich die mit... Also ich schaue es mir einfach nicht an. Mhm. Weißt du, wenn mir ein Produkt nicht gefällt, dann kaufe ich es nicht. Mhm. Ja. Ich schreibe der Marke nicht. Aber das ist ja das, was wir jedes Mal uns überlegen. Warum guckt jemand dann überhaupt zum Beispiel ein Video von mir, wenn der mit mir als Person nichts anfangen kann, weil er vielleicht komplett das Gegenteil von mir ist? Ja, völlig in Ordnung. Mhm. Das ist ja, ich verstehe immer nicht, dass die Leute ihre Meinung über andere Meinungen stellen oder ihren Geschmack. Wenn ich etwas nicht gut finde, dann ist es okay, ich finde es halt nicht gut, Punkt. Aber muss ich dann kommentieren, irgendwie das mitteilen, aus welchem Grund ist das? Aber ist es nicht eigentlich auch ein Teil deines Geschäfts? Ist es nicht deswegen eigentlich auch erfolgreich, weil die Leute kommentieren und weil eben das Negative auch rüberkommt? Ja, natürlich, letztendlich. Deswegen auch unterhaltsam? Ich meine, wenn alle immer nur sagen, super, 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 dann wäre es langweilig. Oder? Natürlich. Also letztendlich ist es so. Ne? Natürlich gehört das eine wie das andere dazu, weil wenn alle immer nur hey und hoch die Tassen, natürlich. Das ist ja, manchmal macht man ja auch ein Video im vollen Bewusstsein, okay, das wird jetzt nicht jedem gefallen, was du da gerade sagst. Zum Beispiel, ja. Man macht halt auch mal Videos, die sind nie böse gemeint. Ja, wenn man mal ein bisschen was Lustigeres macht oder sowas, die sind nie böse gemeint. Aber sie werden sehr, sehr gerne als total böse aufgefasst. So als würde man das jetzt 100% ernst meinen und das geht ja gar nicht. Andererseits, ja gut, wie du sagst, dann hast du halt die Diskussion, bist mal wieder im Gespräch. Auch gut, wenn sie meinen, dann ist das so. Hat die Uhrenbranche zu wenig Humor? Wenn ich so mal da eingegriffen habe. Kommt aus der Schweiz. Ja, genau. Ja, also ich glaube schon. Also ich meine, sie nimmt sich selber, glaube ich, viel zu ernst und viel zu wichtig. Und jetzt, sag mal, wir reden hier über Lifestyle letztendlich. Eine Uhr ist ein Schmuckstück, die natürlich kann ein super teures Schmuckstück sein, wie ein super teures Auto oder sonst was. Aber es ist immer noch ist was ganz Normales, was Weltliches und nichts, was irgendwie... Aber trotzdem, die Uhrenszene verhält sich schon ein bisschen, ich würde nicht mal sagen elitär, sondern ein bisschen so, nimmt sich selber auch ernst, sind ein bisschen upper class oder wir wissen ein bisschen mehr drüber und dann verliert die sich in Details, wo man sagt, hey, schlussendlich ist es eine Uhr, also die muss dir gefallen. Ja, es ist teilweise wirklich wie zum ernst. Beispiel, ne, das ist ja das, was ich gestern erzählt habe, früher, wenn Thomas Gottschalk noch Wetten, das moderiert hat und dann hatte der, keine Ahnung, ein Bier aus irgendwelchen Gründen da stehen, oh, das war ja Alkohol im Fernsehen, ging gar nicht. Ja? Und ich habe jetzt
ich weiß nicht, 30 Jahre, 40 Jahre später so ungefähr, ja, auch mal ein Video gemacht, da war so ein bisschen was Geckiges drin und das ist dann auch einer Marke ganz böse aufgestoßen, weil das geht ja gar nicht. Und ich mir denke, hey, weißt du, wenn wir jetzt so richtig Saufgelage gemacht hätten, das wäre echter Alkohol gewesen, wir hätten uns jetzt voll die Kante gegeben und hätten das noch aufgenommen und gesagt, ja, die Marke ist toll. Können wir auch machen. Könnten wir mal machen. Könnte man bei was Neues. Es ist einfach noch viel zu steif, als ob jetzt, du entmündigst, finde ich, ja ein bisschen den Zuschauer damit. Wenn du sagst, das darf der alles nicht sehen, darf der nicht selber entscheiden, ob er das jetzt gerade passend findet oder nicht passend findet? Ja, vielleicht will die Marke einfach nicht in Verbindung mit dem gebracht werden. Ja, aber... Na, ich denke schon, dass, ich meine, das ist immer noch Luxus, den wir produzieren und verkaufen. Dem muss man schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit begegnen, finde ich wichtig, weil sonst verliert es irgendwo an Zauber. Ja, ich meine, wir lieben Uhren auch, weil ein gewisser Zauber dahinter steckt. Aber ich finde, wenn man sich zu ernst nimmt und so trocken alles nimmt und dann wegen jedem kleinen Scheiß, dann sage ich, ein bisschen Humor, komm, man kann sich auch mal ein bisschen necken, also ja, mal ein bisschen an. Lass uns mal lustig sein. Man muss ja nicht gleich einen Kalauer draus machen. Ja. Muss ja nicht niveaulos werden. Aber ein bisschen darf man auch über einen Witz erzählen, dass man sich eigentlich schätzt. Ja. Ja. Aber es zeigt ja auch, dass die Branche Substanz hat, dass es wirklich wichtig ist. Ich meine, wenn man es ein bisschen vergleicht mit Kryptos, Bitcoin-Jünger, ja, die halt sich völlig auseinandernehmen. Ja, wenn einer sagt, ja, du musst jetzt Bitcoin kaufen, das sind auch alles diese Jünger. Na, aber entschuldige mal, das hast du bei der Uhrenbranche genauso. Eben, du hast es genauso. Ja, ja. Und das zeigt eigentlich, dass dort wirklich Leute dahinter stehen, die das ernst nehmen. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Weil wenn sie das nicht tun, dann würde es irgendwann sterben. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste. Das Schlimmste, was passieren kann, und das merke ich manchmal am Abendessen, du hast letztes Mal auch gesagt, du warst an einem Abendessen und dann warst mit 10 Personen und 10 Personen hatten eine Apple Watch am Handgelenk. Ja. Nichts gegen Apple Watch. Ja. Dank der Apple Watch werden die Leute dann irgendwann auch wieder eine mechanische Uhr tragen. Besser als gar keine. Ja. Aber trotzdem, das muss man schon ernst nehmen. Man weiß ja nicht, wohin das geht. Und wir haben auch darüber diskutiert, wo wird die Reise hingehen? Wird das sein, Montag bis Freitag fährst du dein Elektroauto, deinen, keine Ahnung, Tesla und am Wochenende führst du deinen Oldtimer raus? Sprich, Montag bis Freitag trägst du deine Apple Watch und Samstag, Sonntag trägst du deine mechanische Uhr. Ich sehe jetzt immer mehr Leute, die wirklich beides machen. Ne? Ja. Rechts die Apple Watch, links die iPhone. Ja? Ah, ja. Wirklich, zur selben Zeit? Ja. Sieht auch komisch aus, aber... Finde ich jetzt eben nicht. Also ich meine, man sieht es wirklich oft, aber ich finde es nicht schön. Es stört irgendwie, weil es ist irgendwie so komisch. Andererseits bekloppt, weil du ziehst ja auch zwei Armbänder an oder irgendwie was. Ja, aber es ist immer noch das Schmuckstück. Und Apple Watch ist für mich ja absolut kein Schmuckstück. So. Und jetzt tust du eigentlich deine Goldkette noch mit einem Plastikring irgendwie verdecken. Das ist so... Aber würde ich das jetzt sagen, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon wieder von den ganzen Apple Watch-Jüngern auch schon wieder Kommentare. Kann sein. Die finden die vielleicht auch sehr schön. Werden wir damit leben müssen, glaube ich. Ist ja auch ein Lifestyle-Produkt. Absolut, ja. Darf man nicht unterschätzen. Sieht auch gut aus. Ja, das ist auch wieder sehr kontrovers. Ist subjektiv. Ich habe auch nichts gegen die Apple Watch, um Gottes Willen. Mir gefällt sie nicht. Ja, ja. Aber deswegen ist es bestimmt ein innovatives, tolles Produkt. Das ist keine Frage. Aber wo wird die Reise deiner Meinung nach hingehen? In 20 Jahren? Werden wir noch mechanische Uhren tragen? Wenn ja, wann? Also ich denke absolut. Weil das ist ja etwas... Ich glaube, das ist genau dieser Gegensatz. Du hast neben diesem ganzen Digitalen, was ja wirklich immer extremer wird... noch immer so eine Konstante, die komplett analog ist. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was fasziniert, weil es sieht einfach schön aus, das Räderwerk sich anzuschauen und sich in so eine Uhr mal hineinzuversenken. Ja, das kannst du eben nicht bei einer digitalen Uhr. Wenn du die aufmachst, dann ist das ziemlich enttäuschend, was da eben drin ist. Also, denn du bist totaler Technik-Nerd und erfreust dich an Transistoren. Mag sein, ja. So was Transistoren fehlt dich. Die sind groß. Guck mal, die haben die viel schöner gemacht als die anderen. Aber was sagt zum Beispiel Daniel über seine Kumpels? Tragen die, ich meine, die Generation ist eigentlich das, was wichtig ist. Ja. Ja. Daniel, was tragen deine Kumpels, deine Mädels noch mechanische Uhren? Oder bist du der Einzige? Teils natürlich, aber was ich sehr viel sehe, ist gerade so in meiner Generation. Prestige. Die wollen alle eine Rolex. Ja, aber ich meine, ich sehe... Was gut ist. Ich finde es ja nicht falsch, weil wie gesagt, du hast vorhin gesagt, Uhrwerk ist das für dich das Wichtigste und da steckt die Innovation drin. Ich sehe die Uhr auch als Gesamtprodukt und nicht nur auf das Uhrwerk reduziert. Wenn ich ein Auto kaufe, rede ich auch nicht nur über den Motor.
Aber es hat mich ich informiere mich, was für ein Motor drin ist, und dann war es das. So. Mhm. Und dann rede ich über den Rest vom Auto. Design. Das ist Design, das sind die Funktionen, was sie eingebaut haben. Das ist, wie haben sie wie, wo, was umgesetzt. Das ist das, was eigentlich dann zum Kaufentscheid führt und das, wo ich mich dann gut fühle. Am Schluss ist ein Motor ein Motor. Ja, absolut. Ja, und eine Uhr kannst du jetzt nicht über PS, ja, wo du sagst, ja, der geht noch ein bisschen schnell, noch ein bisschen. Am Schluss soll sie einfach alle das Gleiche tun. So, und da heißt es für mich, wenn die robust ist und alles aushält, dann reicht mir das. Mehr muss für mich nicht sein und dann geht es für mich um den Rest eigentlich. Wie haben Sie das umgesetzt? Das ist ja so eine, das ist ja auch eine Sichtweise. Ne? Wenn du sagst, hey, mir geht es darum, ne? Es muss laufen, muss robust sein, muss funktionieren, ist eine Sache. Aber andererseits, wenn du natürlich in eine, keine Ahnung, nimmst du jetzt eine lange und mal von diesem Design jetzt abgesehen, dass mir jetzt wieder zu klassisch ist, aber du drehst sie halt um und du verlierst dich da drin. Das ist einfach toll. Ja? Und das ist eben das, dann ist es halt nicht nur robust und funktioniert, sondern du gehst da rein und denkst dir so, wow, ist das ja schön. Das muss auf jeden Fall passieren, ja, dass du dich da drin verlierst. Also das ist, ohne dem wird es alles nicht funktionieren. Ja, dann ist der Zauber weg. Dann ist der Zauber weg. Ja. Genau. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest? Habe nicht so viel gefragt. Ich loswerden möchte? Nein, ich glaube... Alles gut. Also super. Es freut mich, dass das mal so hier stattgefunden hat. Cool. Ich finde das spaßig. Ich finde das interessant. Hat echt Spaß gemacht. Und cooles Format. Und ich werde euch abonnieren. Ach, hier habe ich ja schon. Geht für alle anderen auch. Richtig. Abonnieren. Auf jeden Fall. Fortis. Super. Cool, wir zeigen dir noch die Uhren. Danke, Markus. Das ist cool. Merci. Danke, danke. Danke an das Team. Bravo.